Hallo und willkommen zurück zu The Long Dark Wintermute in der 4. Episode. So, ich habe mich jetzt ein bisschen länger hier aufgehalten. Hab versucht, so weit wie möglich mich ein bisschen zu entleeren. Er meckert immer noch, aber naja. Es ist nicht mehr ganz so viel. Ich würde aber auch gerne noch ein bisschen erkunden. Ich habe schon... Dieses Geräusch... ich habe auch schon ein paar von diesen Krachmachern hergestellt. Hier wollte ich noch hin. Ich habe jetzt noch nicht weiter erkundet. Das habe ich mir verkniffen. Wäre doof. Was ist das? Nichts sonderlich Faszinierendes. Ach ja. Ich bin sie gerade losgeworden, aber wir werden sie brauchen können. Das ist so. Ich habe auch schon ein paar Sachen abgelegt, aber irgendwie, ja. Ich glaube, ich habe einfach zu viele Getränke dabei. Also zu viel Wasser. So, jetzt ist die Frage... wo es als nächstes hingehen soll. Ich würde sagen, wir gehen mal darunter. Ich muss erstmal gucken, welche Richtung das ist. Und wie wir überhaupt hier reingekommen sind. Und wo bin ich denn gekommen? Da, ne? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich wirklich losgehen möchte. Achso, hier war im Übrigen noch eine Werkbank. Da habe ich dann auch die Krachmacher hergestellt. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall ordentlich Vorrat. Was das angeht. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo ich lang muss. Das ist schon doof, wenn er überladen ist. Aber ich würde die Sachen, die ich habe, schon gerne behalten. Oh Gott. Ach, ich muss bestimmt da hinten hoch, oder? Könnte ich mir denken, ne? Was machst du denn? Komme ich hier denn irgendwie elegant runter? Wahrscheinlich nicht. Wow. Ich hoffe, das Eis bricht nicht. Geht voll ab. So, ich wollte jetzt eigentlich... Nein, wir laufen in die falsche Richtung. Ich glaube, ich möchte in diese Richtung. Wobei, wir können hier oben auch mal gucken, sofern ich hier hochkomme. Sieht gerade nicht so danach aus. Ach doch. Innenraum. Ich kann es gerade nicht erkennen. Wäre ja schön. Hi. Und da. Kleine Pfotenspuren. Ist ja putzig. Oha. Ach. Hier ist die zerstörte Brücke. War nicht irgendetwas mit einer zerstörten Brücke? Oder hat das keine Bedeutung? Wir können da ja nachher mal hingehen. Oder gleich, oder wie auch immer. Nee, ich glaube, ich gehe erstmal hier hin. Ich weiß auch gar nicht, ob ich von ihr aus dahin komme. Doch wahrscheinlich der Straße folgen, ne? Okay, okay. Ja.
Ist aber noch ein ganzes Stück weg. Hier ist der Fluss. Fließend Wasser sieht man ja nicht ganz so oft in The Long Dark. Doch, ich glaube, bei einer Map sieht man es auch, wenn man nah genug rangeht. Dann hat man das offene Meer vor sich. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Map das war. Küstenstraße? War das Küstenstraße? Ich glaube schon. Ach nee, und da gibt es ja noch die andere. Weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie die heißt. Ist ja auch egal. Meistens sieht man Schnee und Eis. So, jetzt ist die Frage, ist das hier oben das Versteck? Ja, ich weiß, hier ist kalt. Ich kann das leider gerade nicht ändern. Nee, das ist aber noch ein bisschen... Hey, okay. Ja, wir haben ja auch schon so wenig. Das lassen wir mal liegen. Ich glaube, wir gehen erstmal zur Brücke. Keine Ahnung, ob wir da etwas finden werden. Ich würde es aber ganz gerne versuchen. Vielleicht lieber da hinten runtergehen. Müssen wir eigentlich nur zur Straße lang? Ich glaube in diesem... Ich weiß nicht mehr, ob das ein Brief war, aber da stand ja nur... dass der eine Mitarbeiter da zuletzt gesehen wurde. Muss ja nicht heißen, dass er da auch ist. Aber ich würde trotzdem gerne gucken. Oh Gott! Ich bin manchmal so vertieft im Spiel und dann verjage ich mich immer für den Wölfen, obwohl die mir gar nichts tun. Die sind ja wirklich handzahm hier. Ah, hier ist schon die Straße. Oh, kann ich da rüberlaufen? Ist auch die Frage, muss ich vielleicht sogar darüber laufen? Weil guck mal, hier haben wir auch noch was. Und hier haben wir das Versteck. Keine Ahnung, was ist denn jetzt besser? Was mache ich denn jetzt zuerst? Man da überhaupt rüber kann oder ob man sich einen anderen Weg suchen muss. Ah! Schmale Brücke, ja. So kann man das auch nennen. That doesn't look safe. Oh, weiß ich nicht. Wollen wir versuchen? Ach, geht gar nicht. Echt nicht? Ne, kommen wir nicht rüber. Boah. Ich will das jetzt auch nicht. Nö. Das geht nicht. Dann müssen wir doch einen anderen Weg finden.
Ist nur die Frage, wie? Dann müssten wir hier hoch. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwo rüberkommt. So, dann kommt man ja auch nicht rüber. Muss man mal schauen. Vielleicht können wir noch mal eben Zeit vertrödeln. Wo wir jetzt eben vorher waren, weil eben ist ganz schön kalt. Und weit komme ich damit nicht. Und ich weiß halt nicht, was wir noch so finden werden. Bin ich denn hier reingekommen? Nee, hier war es auf jeden Fall nicht. Und da vorne. Okay, dann spielen wir einfach eben kurz Karten. Je nachdem, wie das Wetter dann ist, beziehungsweise wie viel Zeit wir noch haben, werden wir dann losgehen. Mal so, oder? Trink mal was. So langsam müsstest du echt mal leichter werden. Was ich hier schon alles getrunken und gegessen habe. Und abgelegt habe. Aber man findet ja auch immer wieder neue Sachen. Man kann alles gebrauchen. So ist das. Ja, okay, wir lassen es gut sein. Okay, dann gucken wir mal nach dem Versteck und dann ist die Frage, wie wir da noch rüberkommen. Über die Brücke geht ja anscheinend nicht. Also glaub ich zumindest, ich bin da jetzt eben nicht rübergekommen. Na, vielleicht gibt es ja auch noch einen anderen Weg, den wir noch nicht kennen. Was war das da vorne? Ist das eine Hütte? Kann's leider nicht sehen. Nee, das ist ein Felsen. Das war wohl eher Wunschdenken. Irgendwo. So, mal gucken. Bestimmt da oben irgendwo. Oh, Mackenzie, lauf schneller. Ich laufe jetzt, glaube ich, auch noch gegen den Wind, ne? Das hat ja auch nochmal Auswirkungen. Komme ich überhaupt weiter?
Oder doch hier oben? Könnte auch sein. Können wir auch versuchen. Ja, da geht's auch nicht weiter. Oh wow. Also sie sind nah dran. Ich will mal eben hier rüber gucken. Wenn er mich dann lässt. Ob da irgendwo noch eine andere Brücke oder sowas ist. Da kommt er definitiv irgendwie rüber. Irgendwo. Von hier aus nicht. Da hinten ist auch noch irgendwas. Okay. Gut, wir suchen jetzt erstmal das Versteck. Wenn die schon langsam da sein. Hier unten vielleicht eher. Doch, da hinten könnte man. Aber da komme ich ja gar nicht hin. Hier ist ein Versteck. Keine Ahnung, was das da hinten ist. Aha, here it is. This will come in here. Ja, es ist noch mehr zu tragen. Ach, das ist ja schön. Ach, Leute. Komme ich hier weiter? Guck mal, da könnte man vielleicht rüber. Ob ich das will, ist die nächste Frage. Die nächste Frage ist eigentlich, wie mache ich das? Es ist ein bisschen weiter hier, das ist in der Nähe vom Gefängnis. Die Stelle. Also von hier aus komme ich da nicht hin. Okay, dann müssen wir mal gucken. Gehen wir erstmal wieder zurück. Und dann gehen wir mal Richtung Gefängnis. Es wird bestimmt lustig, darüber zu laufen. Ich hoffe, das Ding kracht nicht ein. Aber ich denke nicht. Ein Feuer könnte man hier gut machen. Massenhaft Holz. Also jetzt ist die Frage, dunkel wird es noch nicht. Ein bisschen Zeit hätten wir also noch. Jetzt laufen wir hier runter. Vielleicht können wir hier entlang. Ich glaube, wir gehen erstmal zu ihm hier. Das wird stürmischer, ne? Das Gute ist ja zumindest, dass ein paar Gebäude auf der Karte angezeigt werden. Also hat man nicht das Problem wie beim Survival, dass man orientierungslos durch die Gegend rennt. Es sei denn, man hat die Karte schon aufgedeckt. Zum Teil.
Oh, er kommt nicht weiter. So, jetzt sind wir aber hier. Jetzt kommen wir auf die andere Kiste quasi zu, da wo der Elch war. Wir können mal eben gucken. Wobei die Bedingungen dieselbe sind. Aber vielleicht steht er jetzt ja gerade nicht da. Oh, jetzt bin ich irgendwie falsch gelaufen. Müssen wir hier hoch, ne? Wenn er da steht, dann habe ich Pech. Ich könnte mich natürlich auch bewaffnen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, mit einem Schuss ist es bei ihm nicht getan. Schön, dass er dafür nicht stehen bleiben muss. Finde ich gut. Ja, das ist ein Hirsch. Bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Aber vielleicht, wenn es jetzt stürmt. Vielleicht ist das unser Vorteil. Vielleicht auch nicht. Das wäre jetzt ja schon ziemlich creepy, wenn der einfach so aus der Ecke geschossen kommt, ne? Oh, Mackenzie, kämpf! Komm ich hier lang? Nee, geh mal zurück. Vielleicht doch lieber die andere Seite versuchen. Da darf mir jetzt nur in die Shops gehen. Wie schnell das hier mal geht mit den Stürmen, ne? Und du siehst dann ja überhaupt nichts mehr. Oder kaum noch was. Oh, komm. Ja, sind wir hier schon richtig? Vielleicht gibt es auch gleich was zu lachen. Ich weiß es noch nicht. Na komm. Weiter. Ist das hier oben?
Ja. There it is. Excellent. I think I can use this. Nee, die lasse ich jetzt hier. Es ist zu viel. Die lasse ich auch hier. Feuer machen ist hier eher schlecht, würde ich sagen. So, dann verkrümeln wir uns jetzt erstmal wieder. Aber cool, wir haben sie. Jetzt ist die Frage, gehe ich hier runter, gehe ich dahin, gehe ich zum Bauernhof? Wobei ich glaube, das hier ist sinniger tatsächlich. Wie bin ich denn hier gekommen? Wir kommen nicht so richtig vom Fleck, ne? Also, wir kommen zwar voran, aber trotzdem bleiben wir immer wieder in derselben Umgebung. Aber gut, das ist ja nicht ganz so schlimm. Wir könnten natürlich auch zum Gefängnis laufen. Ich weiß gar nicht, ob wir da wieder rein können ins Gefängnis, ehrlich gesagt. Can't feel my hands. Ja, ja. Ich weiß. Vielleicht finden wir ja auch eine Höhle oder so. Oder wir gehen tatsächlich zum Bauernhof rüber. Aber das ist eine ganze Ecke weg. Okay, ich muss mal eben kurz an meinem Headset ran. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hat so einen kleinen Wackelkontakt irgendwie. Ach nö. Nein, nein. Das kannst du doch nicht machen. Hier geht's ja gar nicht weiter. Ja, okay. Gut, wir gehen zu dem einen Raum zurück. Zu der Anlage hier, weil das ist mir doch ein bisschen zu heikel. Pass auf, und jetzt gehe ich hops. Es dauert ja ein bisschen. Also Feuer machen kann ich hier knicken. Das wird nichts. Und ich sehe jetzt auch gerade nichts, wo ich mich irgendwie unterstellen könnte oder so. Manchmal hat man ja auch Glück und dann sind da so kleine... Ja, keine Höhlen, aber da hast du zumindest nicht, bekommst du nicht so viel Wind ab. Richtige Richtung. Und gleich lande ich im Fluss. Verkühlungsrisiko. So cold. Just wanna lay down for a minute. Ja, ich weiß. Ich bin ja schon auf dem Weg. Wir sind doch auf dem richtigen Weg, würde ich behaupten.
Ah, hier ist die Straße. Wir sind bei der Brücke, ne? Glaube ich. Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich habe voll die Orientierung verloren jetzt. Ah, da. Okay. Ja, das schaffen wir. Yippie! Okay. Oh, rein ins Warme. Sehr schön. Das ist doch ein bisschen frisch. So, mach mal hier deine Waffe weg. Okay, was wollte ich da machen? Trink mal was. Jetzt bin ich ja noch voller, ey. Ich habe auch keine Chance. Ja, wir haben jetzt gerade eigentlich gar nicht so viel zu tun hier. Ein Feuer machen wäre ganz gut. Wir haben hier aber keine Feuerstelle. Mission? Ja, ja, finde den LKW. Ich weiß. Ich spiele noch mal ein bisschen Karten, dass ich nicht... Aber warte mal, wir können uns auch mal eben die Karte hier anschauen. Genau, und dann werden wir uns als nächstes hier hinbegeben. Und dann holen wir uns die hier vielleicht noch. Und dann gucken wir, wie wir hier rüberkommen. Dann haben wir hier oben auch noch was, ne? Und da unten haben wir auch noch zwei. Dann laufen wir halt so rum. Wir könnten natürlich auch so rumlaufen. Weiß ich nicht, was ist denn besser? Wenn wir hier hochlaufen, dann hier rein. Das könnten wir natürlich auch tun. So. Dann geht's auf jeden Fall schon mal besser. Ich spiele nochmal Karten und dann legen wir uns schlafen. Jetzt hört der Sturm auf, ne? Naja. Macht ja nichts. Okay, aber ich würde sagen, ich werde hier den Part auch schon beenden. Jetzt enden wir da. Och nee. Ich dachte, das stürmt schon wieder. Jetzt enden wir da, wo ich quasi angefangen habe. Ich sehe nichts. Wollen wir mal rausgucken. Wow. Okay. Nee. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das ist mir doch ein bisschen zu windig. Ach, wir haben ja auch dieses Putzzeug, ne? Wir können die ja eigentlich mal eben reinigen. So ein kleines bisschen. Der Sturm hält ja anscheinend noch an. Von daher werde ich, glaube ich, noch ein bisschen Zeit hier verbringen. Muss mir die andere Waffe gleich mal angucken. Aber ich werde den Part trotzdem schon beenden. Ne, die sieht aber noch ganz gut aus. Und dann schauen wir mal, wie beim nächsten Mal das Wetter ist. Ich danke fürs Zusehen. Tschüss.
plays the tune for those who wish to overlook the fact that they've been blindly deceived by those who preach and pray and teach. But she falls short and the night explodes in laughter. But don't you come here and say time it all shifts one way or the other. And I'm a goddamn coward, but then again, so are you. And the lions roar, the lions roar, as we evade and holler in for you. And I never really knew what to do. Back to me.